Hi, ich bin Herberto, momentan im vierten Lehrjahr und beende bald meine Ausbildung im Januar. Wenn ich jetzt so zurückdenke, dann ist es auf jeden Fall eine gute Entscheidung gewesen, hier eine Ausbildung anzufangen, weil durch den hohen Praxisbezug habe ich auf jeden Fall meine handwerklichen Fertigkeiten und technischen Verständnis auf jeden Fall verbessert durch die Ausbildung. Und man kriegt auch viele grundsätzliche Werte vermittelt, wie Selbstständigkeit oder Teamfähigkeit vermittelt. Dadurch habe ich auch natürlich gelernt, im Team zu arbeiten, aber auch selbstständig zu arbeiten und Aufgaben alleine zu erledigen. Wenn ich noch zurückschaue im ersten Layer dann, und mit jetzt vergleiche, dann kann ich auf jeden Fall viele Unterschiede sehen oder fühlen. Wie zum Beispiel, dass ich mich am Anfang des Lehrjahres, am ersten Lehrjahr, noch relativ unsicher war mit den Werkzeugen und den Schaltanlagen. Und genau, durch die Jahre habe ich dann halt gelernt, etwas sicherer mit den Werkzeugen und mit den Plänen umzugehen. Vor der Ausbildung hatte ich natürlich Erwartungen und auch Gedanken, wie sich das verlaufen wird. Und ich würde sagen, dass eigentlich alle Erwartungen, die ich halt vor der Ausbildung hatte, eigentlich auch eingetroffen sind. Dass man halt viel, ich sag mal, in der Praxisarbeit und die Theorie sofort anwendet von der Berufsschule aus. Zu Beginn der Ausbildung hatte ich natürlich viele neue Gesichter gesehen und das hat mich halt ein wenig unsicher gemacht. Und natürlich war auch die Frage, ob die mich halt so akzeptieren, wie ich bin. Aber das hat sich halt im Laufe der Ausbildung beruhigt. Das bedeutet, die haben mich alle aufgenommen und das hat wirklich Spaß gemacht, mit allen Kollegen zu arbeiten. Und ja. Jetzt fühle ich mich auf jeden Fall mit den Kollegen wohl, so dass ich halt auch gerne hier weiterarbeiten möchte. Wenn du gerade davor sitzt und dir gerade überlegst, ob du dich bewerben solltest oder nicht, kann ich dir nur raten, dass es eine sehr schöne Mischung ist aus Mathe und Elektrotechnik. Das heißt, wenn dir das auf jeden Fall Spaß macht, diese Mischung hier anzuwenden, oder wenn du halt gerne auch im Team arbeiten möchtest, dann kann ich dir das einfach nur dazu weiterempfehlen, dich hier mal für ein Praktikum zu bewerben und das einfach mal sich anzuschauen, wie es hier läuft. Ich habe es auf jeden Fall nicht bereut.